Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Nino vom Danzai-Blog. Heute geht es um einen Umzug, aber nicht wir ziehen um, sondern Tesla ist umgezogen. Danika und ich sind hier gerade auf einem Roadtrip und zwar von Wuppertal nach Hamburg und sind hier gerade in Bremen am Supercharger. Neo lädt gerade noch, wir waren gerade schon im Outlet-Center shoppen und es war etwas schwierig, hier einen Standort zu finden, weil die letzten Jahre war er nämlich immer da hinten und da ist er jetzt nicht mehr. Tesla ist also umgezogen und zwar mit dem Supercharger Bremen-Stur. Hier waren früher 6 Stalls auf der anderen Straßenseite direkt am Outlet-Center. Jetzt sind wir hier auf der anderen Straßenseite hinter einer Tankstelle. Da hinten ist also so eine LKW-Tankstelle und da muss man einmal durchfahren und dann kommt man hier auf diesen riesen Parkplatz, der jetzt 8 Stalls hat plus 6 für eine Erweiterung da hinten. Da sind noch leere Stellplätze sozusagen, da sind schon die Sockel für die Supercharger-Stalls, sonst ist hier nicht viel. Aber es ist jedenfalls schön, dass Tesla, also hier ist ersichtlich, Tesla kleckert nicht, sondern klotzt. Wenn irgendwas nicht passt, da drüben wurde es wahrscheinlich eng, weil da das Outlet Center auch angebaut hat. Und vor allen Dingen war es auch immer überlastet. Also da waren super, viel zu wenig Supercharger-Stalls, weil das hier wirklich ein sehr gut gelegener Punkt ist und mit dem Outlet Center auch sehr attraktiv, wo man Ladeweile verbringen kann, also sprich Zeit verbringen kann, während man lädt. Und jetzt ist hier am LKW, Rastplatz ist das falsche Wort, Parkplatz hier irgendwie hinter der LKW-Tankstelle, ein super Standort, wo eben noch viel Platz für Erweiterung ist. Also man muss einfach nur über die Straße gehen, kleiner Umweg über die Ampel. Noch ganz gut ist, hier ist auch Werbung, in der LKW-Tankstelle ist ein Burgerladen mit drin. Wer also keine Lust hat, hier groß zu laufen, bis hinten, da ganz hinten ist eine Bäckerei. Auf der anderen Straßenseite muss man einmal über die Ampel und einmal hin und her laufen. Wer das nicht will, der findet hier einen Burgerladen in der LKW-Tankstelle. Ich habe mir das angeguckt, ist nett gemacht, also ist jetzt nicht runtergekommen, also ist alles top neu. Kann da einen Burger essen oder einen Kaffee trinken, das geht da. Ja, also ich finde das klasse, dass Tesla hier nicht gekleckert, sondern geklotzt hat, wie ich schon sagte. Hier kannst du eine Menge Supercharger hinbauen und dafür sorgen, dass viele Tesla-Lions rechtzeitig laden können. Man sieht da hinten auf deiner Straßenseite im Outlet Center tatsächlich auch, dass da die Supercharger mal waren. Das Pflaster ist da noch nicht wieder neu bestrichen mit den Linien. Da sieht man im Pflaster also, wo vorher die Supercharger waren. Dann seht ihr auch hier in der Einblendung, wie wenig Platz da letztendlich gewesen ist, jetzt wo der Ausbau erfolgt ist. Die normale Triple-Charger-Station ist da immer noch. Da stand ein Zoe dran. Die ist also nicht mit umgezogen. Hat ja auch nichts mit Tesla zu tun, ne? So viel nur kurz als kleines Video-Info-Service-Video sozusagen, dass der Supercharger in Bremen-Stur umgezogen ist. Wir haben vorhin ein paar Tesla-Fahrer gesehen, die hier wirklich wild hin und her gekreuzt sind. Und sie wundern, was ist hier passiert? Wo ist mein Supercharger hin? Ich habe also eine Frau gesehen, die stand mit dem Model X erst da hinten am Outlet und war ganz verwirrt. Dann fuhr sie hier rüber. Hier vorne ist irgendwie noch so ein Fastfood-Restaurant. Dann stand sie da und ist dann irgendwie in so einen Laden rein, hat wohl gefragt und ist dann wieder rausgekommen und ist dann hier rüber gefahren. Wir konnten ihr nicht helfen, weil wir immer da, wo sie war, nicht waren, sondern auf der anderen Straßenseite, weil wir zu Fuß ja hier unterwegs waren. Tja. Aber das wird sich rumsprechen. Eigentlich ist es im Navi vom Tesla auch richtig verzeichnet. Ich hatte das also auf dem Hinweg hier schon gesehen. Ich dachte erst, oh, jetzt haben sie irgendwie einen Fehler eingebaut. Da ist er doch gar nicht. Und als wir dann hier die Straße runterkamen, haben wir dann gesehen, oh nee, tatsächlich, er ist weg. Und dann war klar, die Anzeige im Navi stimmt. Ja, das soll es wieder gewesen sein. Kurzer Hinweis hier von Bremen-Stur, dem Supercharger. Lasst uns zusammen die Welt retten mit hinreichend und üppiger Infrastruktur. Schaltet wieder ein, es wieder heißt Nino vom Danzai-Blog. Und vor allen Dingen, denkt dran, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, folgt uns auf Instagram und Twitter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.